Und hier ist sie wieder, die 10-Euro-Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10-Euro-Überraschungsshow bei Pearl TV. So, da geht's ja schon wieder los. Die nächste Schnäppchenjagd hier bei Pearl TV. Schnäppchen über Schnäppchen gibt's jetzt für gerade mal 10 Euro. Und damit haben wir jeden einzelnen Artikel in dieser Sendung runterreduziert. Und zwar gewaltig herunterreduziert. Und jetzt kommt die nächste gute Nachricht. Sie dürfen sogar gerne bis zu 5-mal pro Besteller zugreifen. Und ich bin mir sehr sicher, dass Sie auch das ein oder andere kleine Geschenk hier finden werden. Denn gerade so in den nächsten Wochen, in den nächsten 1-2 Monaten hat man ja ganz gerne zwischendurch mal immer wieder was Kleines mit einem schönen Schleifchen drauf in der Hand. Wir starten direkt los in unsere 10-Euro-Überraschungsshow. Und der erste Artikel liegt schon da. Mache ich die Theorie oder mache ich die Praxis? Ich mache die Theorie. Ich will auspacken. Und Ingo packt aus. So großzügig den Herrn. Wollen wir mal schauen. Aber ich gebe dir auch eins, Rebecca. Das ist eine Taschenlampe. Das ist eine Taschenlampe, richtig. Aber hier steht auch Radio drauf. Und eine Sirene soll es auch geben. Das ist eine Okay. Ich habe eine Kuppel entdeckt. Also wir reden hier von einem FM-Radio in Kombination mit einer Taschenlampe. Insofern habt ihr beide recht. Allerdings ist das Ganze unter anderem also auch per Dynamo zu betreiben. Und da sind wir natürlich bei einem Punkt, der viele dann doch ein bisschen umtreibt. So in den letzten 1 bis 2 Jahren immer das Thema Stromsicherheit. Viele Taschenlampen arbeiten entweder mit einem Akku oder mit Batterie. Beides kann im Fall der Fälle dann auch gerne mal leer sein. Sie kennen das immer dann, wenn Sie es am dringendsten brauchen. Der Teufel ist ein Eichhörnchen. Jetzt müssen Sie sich darüber überhaupt keine Gedanken mehr machen. Grundsätzlich haben Sie 10 Stunden Laufzeit. Für das Radio, aber eben auch für die Taschenlampe, wenn Sie einen aufgeladenen Akku haben. Aber wie es dann eben so kommen soll, wenn er dann wirklich gebraucht wird, ist der Akku vielleicht leer. Dann kurbeln Sie ganz einfach und eine Minute kurbeln reicht hier für bis zu 10 Minuten Musikgenuss oder Licht. Oh, toll. Heißt, einfach ausgedrückt, du hast immer die nötige Energie, um entweder Radio zu hören oder eine Taschenlampe zur Verfügung zu haben. Und wie wir gerade schon gehört haben, hat das gute Stück auch noch eine Alarmsirene, oder? Das war dieses laute... Willst du es nochmal hören? Ja. Oh, laut. Alarm. Aber hast du auch gesehen, wie weit die Taschenlampe hier wieder leuchtet ins Studio Irre, rein? Ne? Gucken. So, lass mal schauen. Steht gar nicht dabei, wie weit die leuchtet. Richtig die ist weit. Sehr hell. Also Aber weit. Du hast auch 2 verschiedene Varianten zur Wahl, ne? Ja. So, mal gucken. Ein robuster Alleskönner steht hier noch. Ich gucke gerade mal, warum die sagen robust, ob das gute Stück wind- und wetterfest ist. Robust wird es auf jeden Fall. Also das macht einen sehr robusten Eindruck, oder? Mhm. Allein durch diese Gummierung, dieses gummierte Gehäuse. Ja, vor allem, es ist immer verfügbar. Es ist immer da. Und darum geht's. Weißt du, manche haben ja so ein kleines Transistorradio oder irgendwas mit Batterie. Aber wenn es dann mal gebraucht wird, ist die Batterie alle. Wo sind die nächsten Batterien? Oh Gott, ich habe ja nur noch leere Batterien. Hier ganz einfach immer verfügbar, weil man es wirklich nur aufkurbeln muss wieder. Ja. Und hier ein FM-Radio ist natürlich wichtig, dass man also einerseits natürlich überall in schönen Momenten Musik hören kann und Nachrichten hören kann. Ja. Aber wenn es mal kritisch sein sollte, kann man hier eben tatsächlich auch sich selber mit Strom versorgen. Ich finde es auch toll, dass die Kurbel so im Gehäuse integriert ist, weißt du? Ja. Das merkst du so gar nicht. Ja. Sehr kompakt, sehr klein, finde ich richtig praktisch. Ja, die werden häufig separat geliefert. Ja. Mhm. Das Schöne ist, diese Taschenlampe bzw. dieses Radio hat also auch noch eine USB-Funktion. Und das bedeutet, sie ist also gleichzeitig auch eine Notstromversorgung für Ihr Smartphone, für Ihr USB-Ladegerät im Allgemeinen. Die meisten nehmen da ganz gerne mal die Energie für Ihr Smartphone, aber auch jedes andere USB-Gerät kannst du damit hervorragend betreiben. Und wenn der Akku dann eben vielleicht dann doch leer gelaufen sein sollte oder nicht mehr ausreichend Energie drauf ist, dann kurbelst du ganz einfach, entweder für die Musik, für das Licht oder eben zum Aufladen deines USB-Gerätes. Also wirklich ein richtiger Alleskönner. Der macht einen robusten Eindruck und ist leicht zu bedienen. Großartig. Also ich mag ja diese Sachen, wo du immer wieder neue Sachen entdeckst hier. Die Sirene, das Licht, das Radio, die Kurbel, den USB-Strom. Da ist ja an alles gedacht hier. Ja, das ist wirklich so ein Alleskönner. Vor allem in so einem schlanken Format. Das finde ich mal ungewöhnlich. Ne? Also meistens hast du da immer so größere Geräte in der Hand. Die kannst du dann weniger gut als Taschenlampe auch so handlich in der Hand halten. Ja. Hier geht das aber. Sowas hätte ich immer ganz gerne mal im Auto. Wenn mal irgendwas ist, gerade jetzt im Winter, da hast du mal eine Panne oder sowas alles. Ja, und dann hast du eine Taschenlampe da drin, da ist genau in dem Moment die Batterie leer.
oder ausgelaufen und die blöde Taschenlampe funktioniert nicht dann, wenn du sie am dringendsten brauchst. Jetzt hast du eine Lampe, die du entweder an jedem handelsüblichen Stecker, also an einer Steckdose ganz einfach mit Energie versorgst. Wenn da also nichts mehr drauf sein sollte, dann kurbeln sie ganz einfach und eine Minute kurbeln reicht eben für bis zu 10 Minuten Musik oder Licht. Die ZX3470 und die 569. Ich darf anmerken, dass ich diese Variante noch nicht bei uns gesehen habe. Habe ich auch noch nicht gesehen. Nee, kenne ich nicht. Diese Kurbelradios sind ja unglaublich populär bei uns. Absolut. Ne? Ja, weil sie garantiert immer Licht geben. Ja, aber für 10 oder? Euro einmal und dann in dieser schlanken Form habe ich noch nicht gesehen. Ja. So. Das nächste Schnäppchen ein Bäumchen steht schon auf dem Tisch hier. Geht aber nicht ums Bäumchen, sondern ums Lichtchen. Bäumchen. Ach so, okay. Ums Lichtchen hier drumherum. Das ist mal richtig schön. Das ist eine Solarlichterkette aus Kupferdraht. Solar, ja, der Hit schlechthin, gerade bei Lichterketten, weil sie da wissen, sie brauchen keine Batterien, sie brauchen da nichts per Akku aufladen und sie brauchen überhaupt gar keine Steckdose, sondern es funktioniert ganz einfach mit Sonnenenergie. Und ich finde diesen Kupferdraht total schön. Das ist so eine richtig schöne Lichterkette, weil diese Lichter richtig fein hier aus dem Kupferdraht hervorgehen. Also es sieht so aus, wie wenn der Kupferdraht an sich leuchten würde. Und das ist ein richtig schönes Licht. Finde ich viel schöner als diese Lichterketten, wo du so lange Pnöppel dran hast. Und schau mal, es gibt ganz unterschiedliche Modi, mit denen du hier das Licht gestalten kannst. Und du kannst das am Solarpanel umschalten. Ja, ich hab das Solarpanel hier in meiner rechten Hand und die komplette Lichterkette hier in meiner linken Hand. Und ich kann das hier durchschalten. Mit einem Knopf, da haben wir so ein leichtes Faden, also von dunkel auf hell und von hell auf dunkel. Das wäre mir persönlich jetzt ein bisschen aufdringlich, das ist mehr so ein Partylicht, wobei manchmal kann man auch das hervorragend gebrauchen. Das wäre klassisch an. Da haben wir hier nochmal einen weiteren Modus. Da scheint eine ganze Menge verschiedene Modi acht zu Stück. Geben. Ne? Acht verschiedene Modi, die du da hast. Richtig cool. Wie lang ist die denn eigentlich? Hätte mich jetzt auch interessiert. 30 Meter. 30 Meter. Wow. Da kannst du so viel mitmachen. Da kannst du dein Treppengeländer im Haus, also drin natürlich hier bestücken. Du kannst den ganzen Weihnachtsbaum tatsächlich damit bestücken. Du also kannst ja auch mehrfach ne? bestellen, bis zu 5-mal. Also das würde ich unbedingt machen. So ein Kupferdraht, so eine Kupferdrahtlichterkette ist für mich die schönste Variante einer Lichterkette. Und da kann man richtig kreativ werden. Mal schön in der Vase zum Beispiel. Das Tolle ist ja, dadurch, dass es Kupferdraht ist, kannst du es so ein bisschen auch zurechtbiegen und alles. Also das ist wirklich total toll. Oh, spritzwassergeschützt ist es auch. Also tatsächlich also wäre das draußen, auch im Außenbereich geeignet. Also wirklich toll für 10 Euro. Da bin ich jetzt mal richtig begeistert, muss ich sagen. Wir kommen sogar auf 32 Meter Länge mit 2 Meter Zuleitung. Ja. Also und das wunderbar. Ganze mit Solarpanel. Unglaublich. Da bin ich ein Fan von. Also ich glaube, das könnte mein Hit in dieser 10-Euro-Überraschungsshow sein. Die Bestellnummer ist die ZX1122 und die 569. Übrigens, Dämmerungssensor ist auch noch mit drin. Geht also automatisch an. Wunderbar. Super. Mega. 30 Meter. Es ist ja wunderbar, es wird alles wieder glitzert Mega und gut. funkelt draußen. So. Oh, für 7 Euro und ich habe den Zettel. So ein Mist. Ich habe den Zettel und ihr dürft spielen. So, dann wollen wir doch mal. Ja. Lass uns mal schauen. Ich weiß nicht, welche Fernbedienung zu wem gehört. Gucken wir mal gerade. Das ist unser ferngesteuertes 360-Grad Stuntauto. 15 Stundenkilometer schnell und Sie können mehrere gleichzeitig fahren lassen. So, mal gucken. Zack, das Coole ist, dass egal wie Sie den jetzt springen lassen, runterfallen lassen, der ist sehr robust und landet immer auf seinen Rädern. Das macht richtig Spaß. Hast du das Kunststück wer ist denn wer? Wie hast du das hingekriegt? Schneller Richtungswechsel. Schneller Richtungswechsel. Oh. Carsten, was machst du denn alles da? Was machst du da unten, wenn ich fragen darf? So. Was ich auch sehr cool finde, ist das hier. Guck mal hier. Drehen auf der Stelle, aber ich kann das auch andersrum geübt, hier. Schau mal, siehst du? Mensch. Zack, zack, zack. In Wahnsinn. Alle Richtungen. Also der macht wirklich alles mit, was du machen möchtest. Ist ein richtig. dieser Überschlag ist cool hier, oder? So, jetzt. Der Überschlag ist der Hammer. Becker ist wieder im Rennen. Ich finde das so klasse, dass man hier mehrere gleichzeitig fährt. Rebecca fährt im richtigen Leben nicht so. Sie brauchen keine Sorge zu haben, wenn Sie im Göttinger Raum unterwegs sind. Nein. Oh, Carsten ist runtergefahren. Dann fahre ich eben da unten weiter. Boah.
Ja, also cool. Das macht richtig Spaß. Ferngesteuerte Autos sind der Hit. Jedes Jahr für jede Altersgruppe, egal ob Junge oder Mädchen. Das macht richtig Spaß. Wir sind früher mit solchen, mein Bruder und ich sind früher mit solchen immer richtig Offroad nach draußen gegangen, durchs Laub in den Wald. Das hat richtig Spaß gemacht. Haben uns da Schanzen gebaut und Parcours. Habe ich die Zunge draußen? Das macht richtig Spaß. Unglaublich, ne? Ich fahre hier gerade unten, Moment. Ich fahre hier gerade unten an der Bühne vorbei. So schnell richtet jetzt hier gar nicht mehr auf die Bühne drauf. Das ist ja ein richtig flottes Kerlchen hier, der geht ja richtig ab. 15 Stundenkilometer. 15 Stundenkilometer. Da musst du zu Fuß schon ganz schön in die Pedale treten. Weißt du, ist natürlich klasse, wenn du jetzt mal irgendwie im Herbst oder was mit den Kindern rausgehst. Ja, wenn kein Schnee liegt, ist das eine ziemlich langweilige Angelegenheit für die Kinder. Und insofern hast du jetzt hier einfach mal eine richtige schöne Möglichkeit, vielleicht die Kinder auch mal so ein bisschen zu bespaßen. Dann kommen sie auch mal freiwillig mit. Und ich möchte wetten, dass man hier auch als Erwachsener jede Menge Spaß mit hat. Jede Menge Spaß. Alles, was hilft, Kinder von der Glotze und vom Tablet wegzukriegen, ist natürlich klasse hier. Mal wieder rausgehen hier mit den Kindern. Wenn Sie mehrere Kinder haben, nochmal, schenken Sie bitte jedem eins. Für 10 Euro ist wirklich nicht viel. Und das ist ein ganz, ganz tolles Geschenk. Sie sehen, das Lächeln bei Carsten und bei Rebecca im Gesicht. Also, guck mal, das kannst du auch. Wer bin ich denn? Also ich bin ja da hinten. Ja, die halten einiges aus, die Autos. Das ist das Tolle. Du kannst damit nichts falsch machen. Ja. ZX8140 und die 569 ist die Bestellnummer. Warum passiert mir sowas immer? Richtig tolles Spielzeug. Schauen Sie mal, bei Pearl 21 Euro, bei uns heute in der 10-Euro-Show nur 10 Euro. Sie dürfen auch bis zu 5-mal zuschlagen mit der ZX8140 und der 569. Wenn Sie etwas sehen, was Ihnen gefällt, am besten immer sofort anrufen, bevor das Kontingent alle ist. Die Preise gelten sowieso immer nur 2 Stunden oder eben bis wir vergriffen sind. Und bei sowas hier, so ein echter Hit hier mit den 10 Euro, ist natürlich der Hammer, diese Stunt-Autos. Dass das keine Absicht war, glaubt mir doch eh keiner. Das glaubt doch kein Mensch. So, jetzt haben wir einen Preisalarm für Sie. Das heißt, während Sie alles andere gerne in dieser Sendung bis zu 5-mal Probestelle ordern dürfen, müssen wir jetzt hier auf 1-mal Probestelle reduzieren. Aber das ist natürlich jetzt noch was ganz Außergewöhnliches, was wir hier zeigen dürfen. Wahnsinn! Oh, ja. Also das habe ich noch nie gesehen. Habt ihr das schon mal gesehen? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Nee, das kenne ich auch nicht. Das ist total besonders. Also diese Glaskuppel an sich ja schon wunderschön. Aber jetzt schauen Sie mal genau hier in diese Szenerie rein. Das ist das Schauspiel von Heiligabend. Hier, ja. Jesus ist schon geboren. Der ist hier in der kleinen Krippe da drin, ne? Und dann haben wir hier Maria und Josef. So. Das gehört einfach dazu. Guck mal, wie schön das gemacht ist. Die sehen aus wie Handbemalt. Das ist so toll, es ist auch beleuchtet, ne? Lass mal gucken. So. Oh. Auch hier mit dem Sockel, guck mal, mit den goldenen Akzenten. Ja. Das ist mal was ganz Besonderes. Viele haben ja gar nicht mehr so eine Krippe. Aber so als Krippe ist es eigentlich auch sehr schön, als Krippenersatz oder Ergänzung zur Krippe. Ja, aber ich weiß gar nicht so den Platz dafür, oder? In einer kleinen Wohnung oder was, wenn du hier nicht so ein Krippenspiel, gerade wenn du Tiere hast, ja? Ja. Wir haben mal so eine Krippe aufgebaut, unser Hund hatte seine helle Freude dran und irgendwann war der arme Josef ganz schön angenagt. Kann unter dieser Glasglocke natürlich nicht wirklich passieren und sieht einfach sehr schön aus. Übrigens, du hast völlig recht, die Figuren sind handbemalt. Echt? Ach, tatsächlich. Also da hat sich jemand sehr, sehr viel Mühe gegeben. Eine heimelige Stimmung dank dreier warmweißer LEDs. Wir haben eine Blockkrippe. Eine Blockkrippe nennt sich das. Also niemals hätte ich gedacht, dass man sowas handbemalt für 10 Euro kriegen würde. Das ist ja so toll. Jetzt habe ich mir gerade, wo du es gesagt hast, die Gesichter genauer angeschaut. Und selbst vom kleinen Jesus das Gesicht ist hier schön angemalt. Also das ist wirklich fantastisch. Sie können es jetzt nicht mehr sehen, aber Sie können sehen, wie schön das auch im Dunkeln dann abends aussieht unter dieser Glaskuppel. Oh ja. Das ist total toll gemacht. Also diese Detailverliebtheit, also
Also wir als Kinder haben uns immer, wir wussten immer, jetzt ist Weihnachten nah dran, wenn dieses Krippenspiel rauskam oder so eine Szene, halt diese Krippenszene rauskam. Das hat dann immer ganz besonders Weihnachten rausgebracht. Und das war so der besondere Moment für uns Kinder damals, wenn so 3-4 Wochen vor Weihnachten, vor Heiligabend dann dieses Krippenspiel rauskam. Und man kannte, über die Jahre kennte man dann auch alles ganz, ganz, ganz genau, wusste, wie die jetzt genau aussehen. Und das ist auch sowas, was so ein Evergreen, was man jedes Jahr wieder rausholt. Gehört zum Standard. Und leuchtende Kinderaugen dann eben produziert. Pack doch mal aus, wer ist denn normalerweise noch mit dabei an Heiligabend? Ja, meine Brüder natürlich. Ach so, nee, ich meinte beim Krippenspiel. Ich hätte es gesagt, der Esel. Der Esel. Ja, da fängt er von seinem Bruder an. Der Ochs. Ich habe das nicht so gemeint. Nein, die Heiligen Drei Könige. Dein Bruder war dabei, als Jesus geboren wurde? Nein. Ich auch nicht. Ralf auch nicht. So, beim Esel waren wir, die Heiligen Drei Könige. An den kommen wir ja später, ne? Die kommen ja erst am 6. Januar, ne? Ja. So. Wollt ihr wissen, was die Iris aus Rula sagt? Ja, Rula. Das ist ja witzig. So, ich wollte diese Art des Produktes schon länger haben, habe es in Holz gekauft und festgestellt, dass ich dafür viel Platz benötige. Jetzt dieses Modell aus Glas, platzsparend, preiswert und sehr gut. Besonderes Lob auch an die Beleuchtung. Ist natürlich ein sehr, sehr schöner Hingucker jetzt hier. Voll. Mein Deko hat man ja gerade über die Weihnachtstage immer sehr viel. Das hat viel mit Licht und so weiter zu tun, mit Stimmung. Aber das ist natürlich jetzt mal eine klassische Krippenszene, die wirklich sehr, sehr schön ist. Auf dem Tisch, auf dem Fensterbrett, Anrichte, Schrankwand. Also da gibt es verschiedenste Bereiche der Verzierung. Die NX 3080 und die 569 ist dafür die passende Bestellnummer. Das war unser Preisalarm. Habe ich das richtig? Das war der Preisalarm, gesagt, ne? Darf man nur einmal bestellen. Okay. Aber ist ja der Hammer, ne? Ja. Handbemalte Figürchen. Weihnachtsszene. Schön. Sehr schön. Ja. Wirklich. So. Wir machen sofort weiter. Zack, zack, wir haben noch keine Zeit. Was ist das? Oh, ist das ein Stift? Ja, das ist und ein noch Stift mehr. Und noch viel mehr, ne? Schau mal hier. Ui, ui, ui. Oh, das ist aber schön. Ein 4-in-1 Stift. Das heißt, wir haben 4 Funktionen. Die eine ist ein normaler Stift. Entdeckst du noch mehr? Lass mich gucken. Warte, jetzt muss man irgendwas drehen oder irgendwas schrauben. Ah, hier ist der Stift. Na, guck mal, da ist dieses, ich weiß immer nicht, wie das heißt. Diese Kubotan-Stift. Genau. Zum Abwehren von Angreifern, genau so funktioniert das. Zack, kannst du dann so einen Angriff ganz schnell abwehren. Oh, kannst natürlich auch mit dieser Spitze richtig schön Schmerzen zufügen. Das ist natürlich ideal, um dann Angreifer auch abzuschrecken oder kurz abzulenken. Taschenlampe sehen wir jetzt hier, ist auch noch mit dabei. Damit wären wir bei 3 Funktionen. Und was wir auch noch mit dabei haben, ist ein Glasbrecher. Ein Glasbrecher ist natürlich auch immer wichtig dabei zu haben. Ich finde das beeindruckend. Der Stift ist komplett aus Metall. Sehr, sehr gute Qualität. Und natürlich schreibt der Wiener 1. Also wirklich ganz fantastisch. Diese Kubotan-Technik. Ja. Müssen Sie mal im Internet gucken, weil da gibt es jede Menge Tutorials für und wie man das macht. Das ist gar nicht schwer und sehr, sehr effektiv. Und wie gesagt, Taschenlampe kann jeder brauchen. Diesen Glasbrecher. Man muss mal dran denken, was passiert in einem Auto, wenn man eingeschlossen ist und die Türen nicht aufkriegt, kann man sich hiermit eben ganz schnell selbst befreien. Hier ist wirklich an alles gedacht. Ich finde ihn auch sehr elegant und schick, muss ich sagen. Der ist super schön hier, auch mit dem Halteclip dran und so weiter. Sieht sehr, sehr lässig, sehr cool aus hier. Ja, gerade dieses schwarze Metall ist sehr, sehr hoch. Du stehst auf Stifte, ne? Ja. Ich stehe wirklich auf Stifte, ja. Ich hasse diese billigen Plastikdinger, wo man also hier... Du hast keinen gern Stil was hat. Richtiges in der Hand. Ich habe gern gute Qualität in der Hand. Ne? Ja. Und der ist sehr, sehr schön gemacht hier, dieser Stift. Gerade weil er komplett aus Metall ist, auch sehr robust und stabil und sieht immer gut aus. Ja. Ich höre übrigens gerade, dass unser Stunt-Auto schon sehr stark nachgefragt ist. Der Klaus-Dieter hat zugegriffen. Klaus-Dieter, alles richtig gemacht, ein perfektes Geschenk zu Weihnachten. Und damit wären wir auch wieder bei dem Stift. Das ist natürlich auch ein tolles Geschenk für Leute, die schon alles haben. Aber hier in der 10-Euro-Show ist halt Ihre Gelegenheit, hier mal zuzuschlagen für nur 10 Euro.
Ja, und zuschlagen können Sie bei diesem 4-in-1 Tactical Pen mit der Artikelnummer NX7526 und der 569. Auch spannend fand ich diese Zeile. Lese ich mal kurz vor. Erhellen Sie einsame Wege und abgelegene Parkplätze mit der integrierten Taschenlampe. Ja. Blenden Sie den Angreifer und gewinnen Sie so wertvolle Sekunden zur Flucht. Also auch das wäre eine Strategie, um sich zu verteidigen mit diesem Stift. Also, wir machen weiter. Sehr cool. Ich lasse dich mal auspacken, Rebecca. Yay. Ich habe noch gar nichts ausgepackt. Du hast noch gar nichts ausgepackt, ne? Das stimmt, das stimmt. So, das muss jetzt aber was Tolles sein. Ist was richtig Tolles hier. Oh, Licht. Oh, geht schon Licht an hier. Sehr gut. Durch reine Bewegung geht das Licht an. Eine super schicke Lampe. Guck mal hier. Hell. Ist das eine oder sind das zwei? Ist eine Akkuleuchte mit Bewegungssensor. 200 Lumen, die ist sehr, sehr hell. Ich hoffe, das kommt einigermaßen raus. Das Coole ist, die können Sie irgendwo an die Wand machen und dann haben Sie ein Nachtlicht, entweder auf Dauerlicht oder eben als Bewegungsmelder. Aber Sie können die auch noch abnehmen, weil die nur mit Magnete in dieser Fassung drin steckt. Und dann haben Sie eine sehr coole, handliche Taschenlampe. Das ist ja mal echt cool hier. Und das Ganze eben ohne Batterien. Mit Batterien werden die gemacht? Nein, ohne Batterien. Ohne Batterien. Hat einen Akku drin, lädt per USB. Und hält dann hier mit 400 mAh für fast 2 Stunden. Weißt du, was mir gerade für eine Idee kommt? Eigentlich bräuchte ich das für mein Sideboard, weil ich habe da so ein Bild über dem Sideboard. Und wenn ich da links und rechts so eine Lampe platziere und das so ausrichte zu dem Bild, ist es ja super schön illuminiert abends. Strahler, ne? Ja. Also oder in Dauerbeleuchtung. Und für nachts, weißt du was, dann drehe ich das einfach um, nutze den Bewegungssensor und wenn ich dann auf dem Weg zur Toilette bin, und an dem Sideboard vorbeigehe, dann geht das Licht automatisch an. Cool. Das wäre doch mal eine Idee. Vielleicht auch so Pflanzen so von unten. So. Das steht haben ja viele so große Zimmerpflanzen so von unten beleuchten. Guck mal, ich kann richtig ausleuchten. Ja. Das ist sehr, sehr hell, ne? Richtig, es ist wirklich sehr hell. Finde ich aber so einen Treppenaufgang oder mal im Kellerbereich, wo du vielleicht nicht unbedingt immer so zuverlässiges Licht hast, mal in der Garage, also alles, was im Innenbereich eben mitunter etwas spärlich beleuchtet ist, wo man ganz einfach mal eine vernünftige Lichtquelle braucht, aber vielleicht nicht gerade die nächste Steckdose in der Nähe hat. Da kann man sowas hervorragend einsetzen, entweder dauerhaft oder man nimmt sie ganz einfach auch mal aus der Halterung raus und verwendet sie mal kurzfristig mal als Taschenlampe. Ist natürlich auch eine coole Angelegenheit. Ja, mit dem Akku brauchst du mal kurz zwischendurch wieder aufzuladen. Die LED braucht ja nicht allzu viel an Strom und dann hast du eine zuverlässige Lichtquelle. Schönes Teil, gefällt mir optisch sehr gut. Wir haben auch Top-Kundenmeinungen dazu. Der Alfred aus Heilbronn schreibt, super hell, eingebauter Akku reicht für mehrere Nächte. Die Jenny aus Sinsheim schreibt, ein sehr helles Minilicht, ideal für die Heckgarage im Wohnmobil. Ja, natürlich. Ja. Da ist immer dunkel. Ich kenne kein Wohnmobil, wo das beleuchtet ist. Oder als Nachtlicht fürs WC, natürlich. Also, ein tolles Licht hier mit der NX7692 und der 569. Und die dürfen Sie natürlich auch gerne bis zu 5-mal bestellen. Stark. So, wir haben dich ein bisschen vernachlässigt mit dem Auspacken, Rebecca. Dann darfst du jetzt 2-mal hintereinander auspacken. Oh, na, das große Paket. Ja, ja. Boah. Oh, 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 oh. Ja, jetzt ist es kaputt. Jetzt ist es kaputt? Nein. Nein. Boah, ist es nicht kaputt gegangen. Ich muss es nur kurz zusammenstecken. Dann sagen wir Moin zum nächsten Artikel. Moin, Moin, ganz genau. Das ist ja schön. Das ist leuchtet ein, bestimmt, ne? Ja. Ein Solar-Deko-Leuchtturm mit LED-Licht und mit drehendem Reflektor. Auch wie sich noch. Das für einen amtlichen Leuchtturm natürlich gehört. Cool. Dreht sich oben also dieser Reflektorkegel und bietet dir somit natürlich eine außergewöhnliche Optik. Und ich finde ja gerade so maritime Deko, also alles, was irgendwie so mit maritimen Motiven zu tun hat, immer sehr, sehr schön. Im Badezimmer sowieso, aber eben auch mal im Außenbereich. Und ich glaube, das ist nicht nur was für die Herrschaften, die irgendwo im Norddeutschen zu Hause sind, sondern vielleicht grundsätzlich in ganz Deutschland. Zumal du hier also auch keinen Stromanschluss und gar nichts brauchst. Sehe da oben ein Solarpanel drauf. Das heißt, tagsüber wird der Akku quasi mit Energie versorgt und über den Dämmerungssensor, den er mit Sicherheit auch hat, jawohl, ja, geht das Ganze dann eben automatisch an. Sieht super aus, ne? Ja, also man hat unglaublich viele Beleuchtungskonzepte oder Beleuchtungsideen für den Vorgarten, aber ich glaube, so einen coolen Leuchtturm in so einem Rot-Weiß, den sieht man eher mal selten. Also finde ich außergewöhnlich. Ja, sehr detailgetreu hier auch alles gemacht. Da oben ist ein Geländer dran, unten sehen Sie die Tür, bei der der Leuchtturmwärter reingehen kann. Wusstest du, dass in so einem Leuchtturm einfach ein Zimmer pro Etage ist?
Das kann also ein Dreizimmer-Leuchtturm sein hier zum Beispiel, wo dann der Leuchtturmwärter mit seiner Familie wohnt. Die stehen überall bei uns in Norddeutschland, aber sind natürlich eine Zierde für jeden Garten, für jedes Kinderzimmer. Ich finde das toll, wenn wir so Solarlampen haben, noch mit Bewegung, wo was passiert. Ja, weißt du? Nicht einfach nur Licht an oder Licht aus, sondern wo mal ein bisschen was Action-mäßiges passiert. Und der ist sehr liebevoll gemacht. Also ich finde den super schick. Ich kann mir vorstellen, dass das auch für Modelleisenbahnliebhaber eine tolle Sache ist. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, im richtigen Maßstab hier. Ne? Eine sehr, sehr schöne Sache für Ihren Garten, vielleicht auch fürs Kinderzimmer. Es gibt ja viele Kinder, die können nicht schlafen, wenn kein Licht im Zimmer ist. Oh, wir haben viele gut nachgefragte Produkte aktuell. Ja. Die Krippe, ja, das wundert mich nicht, ist auch gerade sehr, sehr beliebt. Katrin hat unter anderem zugegriffen. An dieser Stelle auch ganz herzliche Grüße von uns an Sie hier aus unserem Sendestudio in Dassel. Super schön, dass Sie so fleißig auch in dieser 10-Euro-Überraschungsshow wieder bestellen. Aber das wundert mich gar nicht. Wir haben sehr, sehr schöne Produkte jetzt dabei. Cool. Vor allem sehr schöne dekorative Produkte. Ja, sehr viel schöne Dekorationen. NX1522 und die 569, bevor Sie fragen. NX1522 und die 569. Und ich habe das Gefühl, die Pakete werden immer größer. Schön. Jetzt darfst du wieder vorlesen. Jetzt wird er egoistisch, merkst du? Oh, ja. Kann ich dir eine davon anbieten? Aber sehr gerne doch. Wir haben sie zweimal drin. Dekorativ ist auch dieses Objekt eine Uhr. Eine analoge Wanduhr mit digitaler Datums- und Temperaturanzeige. Aber dieses Design, das ist natürlich das Design, was man auch klassischerweise als Bahnhofsuhr-Design bezeichnet, mit den Strichen. Und das ist auch sehr schön. Das ist minimalistisch, das ist klassisch, einfach schön. Übrigens mit super präzisem Quarzuhrwerk ausgestattet. Also das heißt, die Zeit ist hier ganz genau. Und meines Wissens nach dürfte sie auch nicht ticken, richtig? Ich habe gerade mal das Ohr dran gehalten. Ich brauche eine Alternative zu meiner Küchenuhr. Ich stelle immer wieder fest, wenn's in den Abend hineingeht, es wird ruhig im ganzen Haus und auch bei mir in der Wohnung. Du hörst im Schlafzimmer so das Ticken von der Uhr in der Küche. Ja? Das ist ätzend. Das ist echt ätzend. Tick. Ja, und das nervt. Ja. So, und deswegen suche ich also schon was länger eine Uhr, die eben läuft, aber eben nicht tickt, dass man dieses Klack, Klack, Klack nicht die ganze Zeit hört. Mhm. Und das ist definitiv die vier gegeben. Was sehen wir hier unten noch in diesem digitalen Bereich? Ich sehe da sehen wir das Datum mit Monat, Wochentag und Wochentag. Temperatur. Und Temperatur. Sehe ich hier noch. Ja, ist auch mal klasse. Also super. Ich meine, so eine Uhr für 10 Euro ist schon der Hammer hier noch mit der Anzeige. Das Design ist klassisch, also wirklich universell für jeden Einrichtungsstil. Ja. Ich finde das auch sehr, sehr schick hier mit diesem, sieht aus wie Metallrahmen außenrum. Und innen dran ein sehr übersichtliches, sehr klar und deutlich abzulesendes Ziffernblatt, wo auch ein Sekundenzeiger noch mit dran ist. Finde ich sehr, sehr wichtig. Wir haben so eine Uhr in der Küche, da ist es sehr wichtig, dass man sekundengenau weiß, wann die Eier genau die richtige Härte oder Weiche haben. Oder wann genau du den letzten Schluck deines Kaffees trinken solltest, um den Bus noch zu erreichen beispielsweise. Oder morgens mit dem Auto nach Dassel zu fahren. Also ich dachte, bei mir geht schon knapp zu, aber ihr macht es sekundengenau? Ja. Echt? Ja, wenn du auf den Bus passend dich timen musst. Das habe ich jahrelang während meiner Schulzeit machen müssen. Da musste ich um 6.25 Uhr raus. Das so war spät. Eine harte Zeit. Du konntest ja ausschlafen. Ich habe auf dem Dorf gewohnt, ich musste um 6 los. Um 6 musstest du zum Bus? Ja. Boah. Ich musste um 6 los, dass ich den Bus um 6:15 bekomme. Wann bist du aufgestanden? Weiß ich nicht mehr, 5:15, halb 6 sowas. Ja, 5:25 war meine Zeit damals. Wir hatten ja nichts damals. Ich bin froh, dass die Zeit vorbei ist. Wir hatten ja nichts. Barfuß durch den Schnee, stundenlang zur Bushaltestelle. Und zu essen gab es ja auch nichts. Es war ja ganz andere Zeit damals. Außer Äste und Tannenzapfen. Ne? Das war eine ganz andere Zeit. Ganz andere Zeit. Gott. So, Rainer R. aus Fuldatal hat diese Uhr in der Garage angebracht. Hat uns geschrieben, kann man sehr gut auch in der Garage anbringen, um die Uhrzeit zu erfahren. Ja, damit man nicht zu lange am Auto werkelt und das Abendessen nicht verpasst. Ja, das hat mir richtig gut gefallen, diese 10-Euro-Überraschungsshow. Ich hoffe Ihnen auch und ich hoffe, Sie haben fleißig von unseren Schnäppchenpreisen an dieser Stelle profitiert. Wenn Sie es noch nicht getan haben, ja, dann wissen Sie, was Sie jetzt zu tun haben. Zum Hörergreifen.